Kollegin Julia Klöckner, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Minister musste los. Ich grüße Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist ein starkes Industrieland. Deutschland hat einen starken Mittelstand. Made in Germany ist hier zu Hause. Also die Wirtschaft ist hier zu Hause. Und warum ist das so? Heute hat ein bisschen was gefehlt, diese 16 Jahre Merkel. Ich will es noch mal sagen, 16 Jahre CDU-CSU hat einen starken Wirtschaftsstandort nach der Wirtschaftskrise Ende der 2000er gemacht. Unser Wirtschaftsstandort, nur um es noch mal kurz, ja, jetzt wollen Sie die 16 Jahre nicht hören. Dank CDU-CSU-Bundesregierung hatten wir 10 Jahre lang Wachstum in diesem Land. Und das will ich einfach noch mal betonen. Dieses Wachstum hat Folgendes ermöglicht: dass die Hälfte etwa unseres Haushaltes ausgegeben wird für soziale und Transferleistungen, für Sozialausgaben. Wir sind ein starker Sozialstaat hier in Deutschland. Und das ist was Gutes. Das ist etwas für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Aber wie funktioniert nur eine solche Finanzierung und Umverteilung? Durch eine starke Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft prosperiert. Und das hat sie unter uns getan. Aber wie jetzt heute gerade FDP und SPD und die Grünen auf diese Aktuelle Stunde reagieren, da muss man echt schon einen gewissen Sarkasmus an den Tag legen. Ihre einzige Antwort von den Grünen ist, wir bauen mehr Windräder. Die Antwort der FDP ist, aber der Herr Merz hat gesagt, er will die Hälfte der AfD erreichen. Soll ich Ihnen mal sagen, würden Sie besser regieren, dann müssten nicht so viele Leute einen Hals haben auf so eine Regierungspolitik. Das ist doch der Punkt. Sehen Sie irgendwo mal Ihre Problematik? Und jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Der Kanzler konnte ja vorhin gar nicht darauf antworten. Im Gegenteil, er hat behauptet, sie wären falsch. Das sind ja seine Fake News. Kein Wunder, dass die Leute verrückt werden da draußen. Wir haben eine steigende Inflation. Deutschland hat eine steigende Inflation, während in anderen Ländern die Inflation sinkt. Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit, und das im Sommer. Wir haben Rezession in Folge, während in Frankreich zum Beispiel oder in Spanien gerade wieder die Wirtschaft am Erblühen ist. Wir sehen, dass wir durchgereicht werden jetzt in der Wettbewerbsfähigkeit, und wir sind wirklich auf einem historischen Hoch beim Abfluss. Ja, jetzt schüttelt der Kollege Westphal den Kopf. Leute, es gibt schon noch ein paar Fakten. Ihr müsst mir es ja nicht glauben, aber eurer Bundesagentur für Arbeit, die von der roten Genossin geleitet wird, unterstellen Sie, Frau Nahles, dass Ihre Daten und Fakten falsch sind? Unterstellen Sie dem Wirtschaftsinstitut in Köln, dass die Daten und Fakten falsch sind? Unterstellen Sie dem Statistischen Bundesamt, dass die Daten und Fakten falsch sind? Das macht der deutschen Wirtschaft Angst. Fakten sind im Raum, falsche Analyse, schön reden. Und wer die Analyse vorlegt, um Besseres, um zu kurieren, dem werfen Sie vor, man würde den Standort schlecht reden. Sie machen ihn schlecht, und das gefährdet unseren Sozialstaat. Und das ist genau die Gefährdung unseres Zusammenhaltes hier in dieser Gesellschaft. Und wenn Frau Detzer dann noch erwähnt, Ernst & Young hat aber was anderes gesagt. Das ist eine super Quelle. Ernst & Young hat über 10 Jahre lang die Wirecard-Bilanz testiert. Super Sache, muss ich Ihnen sagen. Also das können wir ja gerne hinzuziehen. Ich gehe lieber auf die Bundesagentur und andere und hole mir da Fakten. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die richtige Analyse anschauen, muss es doch dahin kommen, dass wir daraus rausziehen, ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft hier in Deutschland. Und das heißt zum einen das Thema Superabschreibung. Es wird ja immer leerer hier auf der Regierungsbank. Man will sich's nicht anhören. Das ist genau das Problem hier. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen, wir werden die Wirtschaft fit machen, und deshalb wird es eine Superabschreibung hier in Deutschland geben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nach 2 Jahren müsste das Ding mal hier auf den Tisch legen. Sie machen alle anderen Gesetze bei Cannabis-Legalisierung. Sind Sie sowas von schnell? Können Sie sich mal um unsere deutsche Wirtschaft kümmern? Superabschreibung verschoben auf 22, dann Superabschreibung verschoben auf 23, Superabschreibung auf 25 verschoben, und vergangene Woche erfahren wir ganz nebenbei, die ist dieses Jahr oder diese Legislatur komplett gestrichen worden. Wir machen noch weitere Vorschläge. Es geht darum, dass wir eine Wochenhöchstarbeitszeit, was die EU uns ermöglicht, dass wir die Arbeitgeber, Arbeitnehmer auch wirklich in Anspruch nehmen und nicht die Tageshöchstarbeitszeit. Wir haben das Thema Verlustverrechnung, dass wir da stärker reingehen, reinhören, was die Unternehmen brauchen. Sie schaffen es noch nicht einmal, die Stromsteuer zu senken. Auch das wäre eine Möglichkeit für unsere Wirtschaft.
Und das machen wir doch nicht, weil wir irgendwelchen Bossen Geld in die Tasche stecken wollen. Wir machen das, damit wir hier wettbewerbsfähig bleiben, damit Transformation bezahlt wird, damit Menschen hier Arbeit haben und damit wir einen starken Sozialstaat haben. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Was Sie hier machen, ist Schönreden, ist Ideologie. Rot, Grün und Gelb. Sie machen unser Land arm. Und deshalb wird es Zeit, dass wir wieder drankommen. Aber erst nach der Wahl. So, der nächste Redner ist der Kollege Sebastian.